Steinbock und herzlich willkommen bei deiner Legung für den März 2024. Die Legung ist für dich, wenn du den Steinbock im Sonne, Mond, Aszendent und oder in der Venus hast und du kannst natürlich auch für dein Gegenüber schauen. Und Zeit ist fließend, das heißt, es können Dinge bereits ab Mitte, Ende Februar auf dich zutreffen oder auch verspätet in den März hinein, ja? Okay, dann für die Steinböcke durfte ich hier einmal den Amazonit nehmen. Ist ein schöner für mich, ein Stein, der auf jeden Fall eine sehr weibliche Energie hat. Das heißt, es geht so ein bisschen ausruhen, zurücknehmen, weil ich habe das Gefühl, das kommt extra rein. Ich habe mir das Kartendeck jetzt noch nicht angeschaut, ne? Ich habe nur das Gefühl, das kommt halt rein, weil du vielleicht sehr in der Vergangenheit oder jetzt momentan sehr im Ackern und Tun bist und jetzt kommt so dieses Zeichen, ey, du darfst dich ausruhen, ja? Okay. Schauen wir erstmal im Außen. Okay. Wir haben hier Blockade, Rückzug, vielleicht auf Freundesebene. Das können Freunde sein oder generell das Thema Vertrauen bei dir, was so ein bisschen in der Blockade momentan ist. Okay. So im Zentrum haben wir hier auch, hier können Familienthemen sein, wo eine Falschheit stattfindet tatsächlich. Ja. Also da geht es wahrscheinlich um familiäre Entscheidungen. Mhm. Interessant, das ist erstmal das, was ich sehe. Du bist hier die Person, egal ob du Mann oder Frau bist, ja? Wenn du den Steinbock hier, wie gesagt, im Sonne, Mond, Aszendent und oder in der Venus hast, dann bist du die Person und das hier ist dein Gegenüber, ja? Interessant. Also, wir haben hier, es kann sein, dass dein Gegenüber irgendwie gebunden ist, weil wir haben hier die Schlange mit drin und die Entscheidungen und du möchtest, dass da jetzt eine Entscheidung getroffen wird, dass die sich da trennen oder sonstiges. Oder du hast gesagt, so, ich setze jetzt hier eine Grenze, jetzt ist Schluss, ich mache dieses Hin und Her nicht mehr mit. Ja. Ansonsten, wenn ihr in einer Partnerschaft seid oder so, dann kann es auch darum gehen, dass ihr einfach... da gibt es in der Partnerschaft, also wenn du, es ist ja, du kannst es schauen, wenn du Single bist, Kennenlernphase on off oder in einer Beziehung, ja. Und für die, wo das Gegenüber jetzt nicht gebunden ist, ja, kann es sein, dass es zwischen euch einfach immer wieder dasselbe Thema hochkommt, weil das ist auch diese Schlange, immer wieder dasselbe, immer wieder das Gleiche, ja. Und dass du da wirklich jetzt mal die Schnauze von voll hast, um es auf gut Deutsch zu sagen. Und da liegt auch das Misstrauen in seine Richtung, vielleicht auch, dass er immer erzählt, aber das nicht einhält, was er oder sie sagt, ne, also das liegt da auch mit drin. Genau, wenn wir dich spiegeln, dann bist du hier sehr stark in der Transformation. Ich habe das Gefühl, es geht bei dir auch für die einen oder anderen, geht es darum, dass hier vielleicht auch eine Reise abgesagt wurde oder du denkst darüber nach. Ja, das ist für die einen oder anderen. Und für dich ist es irgendwie auch so, dass du jetzt merkst, boah, diese Sehnsüchte gehen hier gar nicht in Erfüllung, die ich eigentlich habe mit dieser Person. Ja, also da ist eine ziemlich starke Transformation, ziemlich starkes Thema momentan drin. Generell bist du aber schon ein harmonischer Mensch. Ja, wir haben bei dir, vielleicht hast du hier auch Kinder, dass du hier auch viel mit den Kindern gerne machst. Du machst dir auch viele Gedanken über dein Kind, Kinder. Ja, können wir auch sein, dass du den Ex-Partner, Ex-Partnerin hast, wo hier auch noch so ein bisschen Streitgespräche, Konfliktgespräche sind, Uneinigkeiten. Aber so wie ich das hier sehe, lässt dich das ja relativ kalt. Ja, also ich sehe jetzt nicht, dass dich das jetzt irgendwie gerade stark beeinflusst, sondern drehst du dich auch von weg, ja. Genau, wir haben bei dir hier auch drin zu liegen, du hättest hier gerne mal wieder so ein bisschen Date-Feeling, ein bisschen mehr Leichtigkeit, ja. Genau, dass dann auch wieder so ein bisschen Glück in der Partnerschaft kommt, weil wir haben hier auch drin zu liegen, dass du so ein bisschen das Gefühl hast, so, ey, irgendwie partnerschaftsmäßig geht es hier nicht so richtig voran, ne? Weil hier der Turm auch an der Partnerschaft liegt, ne? Genau. Am Haus der Partnerschaft ist allerdings hier der Bär, ja, was ganz gut ist. Das heißt, da geht es auch darum, wirklich in der Partnerschaft seine Bedürfnisse, seinen Raum einzunehmen, seine Wünsche zu äußern. Das ist wirklich... das A und O, ja? Okay, das erstmal zu dir. Dann schauen wir bei deinem Gegenüber. Wie gesagt, da haben wir Entscheidungen entweder mit einer dritten Person oder auch dieses elende Thema zwischen euch, dass das hier in Beendigung geht. Ich habe schon das Gefühl, dass er oder sie sich danach sehnt, dich hier wieder zu sehen, dich zu treffen. Gefühle zu dir sind da, aber auch so ein bisschen Unklarheiten noch, ne? Kann auch sein, dass hier eine plötzliche Nachricht kommt, wo die Gefühle geäußert werden. So an sich habe ich das Gefühl, dass dein Gegenüber sich ja aber auch so ein bisschen verschlossen hält, ne? Also nicht zu viel von sich preisgibt, ja. Wenn wir hier die Spiegelung angucken, dann kann es sein, dass es hier auch, vielleicht hat er oder sie auch Kinder mitgebracht, wie auch immer, dass da ein Thema ist, deswegen, dass da mit der Ex-Partnerin ein Thema ist, das kann natürlich sein. Andersrum kann es auch sein, dass es hier zwischen euch so ein neuer Schwung in der Partnerschaft kommen darf, ja, aber dass sich eben noch so zieht. Ja, ich weiß nicht, wie ich das so schreiben soll, ich glaube, du weißt schon, was ich meine, ja. Okay.
Dann fahren wir erstmal dich lang. Wir haben bei dir hier die Ängste drin zu liegen. Also du bist hier schon sehr ängstlich. Also schwingen kommen viele Ängste hoch, ja. Aber wie gesagt, dennoch, es können ja auch eben, ja, Angst davor, dass die Harmonie, vielleicht wenn du deine Bedürfnisse äußerst, die Angst davor, dass hier die Harmonie flöten geht, ja. Dass da vielleicht Streit entsteht, ja. Das heißt, da ist auch so ein bisschen, was ich jetzt auch reinkriege, sondern so ein bisschen aufpassen, dass man nicht vielleicht zu sehr in diesem People-Pleaser-Modus ist, ja. Okay. Genau. Also für dich ist auch diese harmonische Kommunikation wichtig. Das ist für dich mit eins das A und O, hier wirklich ordentlich zu kommunizieren, ja. Und ich habe das Gefühl, da achtest du auch sehr darauf, dass es auch immer ein respektvoller Austausch ist. Aber dennoch geht es auch darum, dass du dich selbst quasi nicht verlierst, ja. Ja. Genau, weil da sind noch ziemliche Seelenthemen, die sitzen relativ tief, vielleicht auch hier mit dieser hier wieder die Schlange, also ob es ist die Ex-Partnerin oder eine andere Person oder dieses ewige Hin und Her, das sich nicht klärt. Ja, das kann eben auch sein. Aber im Endeffekt liegt ja das große Glück da drin. Ja, das ist ja so ein bisschen das Widersprüchliche, dass da ja das große Glück drin liegt. Dann haben wir hier nämlich auch die Liebe drin zu liegen. Also die Liebe so an sich ist ja da zwischen euch, ja. Und du liegst ja auch im Hause des Herzens, ja. Okay. Dann schauen wir mal bei deinem Gegenüber. Wie gesagt, da haben wir so eine Rückzugsenergie drin, gerade auch zum Thema Partnerschaft. Da habe ich das Gefühl, dass er momentan so ein bisschen das Gegenüber zumacht, ja. Genau. Ja, und da haben wir auch eben, dass die, also er oder sie, dein Gegenüber auch nicht so ganz ehrlich zu sich selbst ist. Ne? Man jagt hier falschen Sehnsüchten quasi hinterher. Ja, also ich habe das Gefühl, da ist man sehr aufs Außen gepolt, sehr darauf gepolt, was denken die da im Außen über mich. Genau. Und gegebenenfalls lenkt sich hier das Gegenüber auch mit dem Thema Arbeit ab, ja. Also schiebt so ein bisschen die Arbeit vor, ja. Beziehungsweise ist es auch so, dass die da oben. Also da kommt auch eine Blockade rein. Also das, womit sich dein Gegenüber versucht abzulenken, um dieser Situation aus dem Weg zu gehen, funktioniert nicht mehr. Ja, genau. Da haben wir nämlich die Blockade und dann kommen hier nämlich auch die Verletzungen hier, die ja auch ja in sein inneres Wohlbefinden. Also er oder sie muss hier wirklich oder darf hier komplett aus der Komfortzone rausgehen. Ja, okay. Und dann schauen wir einmal noch hier ums Herz herum. Wie gesagt, wir haben hier eine liebevolle Kommunikation, aber auch hier Verletzungen, die waren. Ja, ich habe das Gefühl, da ging es auch ums Thema Vertrauen und hier momentan auch viele Gedanken über das Thema Liebe. Genau, weil hier natürlich auch, es hängt jetzt ja auch mit der Partnerschaft zusammen, weil hier ja die Partnerschaft in der Spiegelung auch, wie gesagt, im Rückzug ist. Aber die Gefühle sind da und es ist hier schon eine stabile Partnerschaft drin, aber halt hier eben der Rückzug, wo ich das Gefühl habe, das geht eher von dieser anderen Person aus, weil der Rückzug auch im Haus von deinem Gegenüber liegt. Genau. Thema Arbeit geht es auch darum, dass du dich so ein bisschen, ja, ich sag mal, in Anführungsstrichen beweisen darfst. Da kann es auch sein, dass du von einer Führungsperson hier etwas reingedrückt bekommst. Mit dem Buch kann ich nicht genau sagen, worum es geht. Das so ist hier anscheinend nicht weiter wichtig, aber es geht darum, dass du irgendwie von einer Führungsperson, also du da so ein bisschen auch getestet wirst, ne, in deiner, ich sag mal, Autorität, ja? Genau. So. Und dann schauen wir noch mal die Fische, wenn wir die als Finanzen nehmen. Genau, da haben wir hier so ein bisschen eine Konfliktenergie, aber es wird sich ja alles auflösen, ja? Also auch hier kommt Stabilität, finanzieller Fluss rein. Genau. Oder ist auch drin. Also du, im Endeffekt ist dieses Konflikte mit den Finanzen, ist natürlich jetzt auch hier, Fische kann auch mal für die Gefühle stehen, dass man die Konfliktebene auf der Gefühlsebene hat. Genau. Ja. Okay. So, dann haben wir das. Dann nehme ich jede fünfte Karte raus. Dann haben wir noch so ein paar Zusatzkarten, nämlich, wo wir noch mal gucken können. Zerstöre ich hier das Kartenbild. 5. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dann schauen wir erstmal, was wir hier haben. Wir haben hier die Führung, die Kommunikation, hier wirklich seine, ja, Grenzen zu kommunizieren, zu sagen, ich finde das hier doof. Ne? Dadurch eben auch, dass das Glück hier geführt ins
flöten gehen kann. Aber im Endeffekt geht es darum ja auch, dass du hier Entscheidungen triffst daraus, die hier in eine Stabilität gehen. Ja? So, ich mische das einmal und dann lege ich hier noch ein paar Karten rauf auf Themen, die ich noch gerne geklärt haben möchte, wo ich noch mehr Infos zu haben möchte. Ich möchte einmal hier zu der Schlange, zu den Fuchs. So, nehme ich hier noch die Blockade, das hier, Rückzug, die Gedanken und dann nehme ich hier noch die Verletzungen. So, dann schauen wir mal auf die Schlange. Ja, das ist ja alles so geführt. Ich weiß, man wird es immer nicht so hören, wenn da noch eine dritte Person mit reinspielt oder dieses ewige lange hin und her. Es ist tatsächlich alles so in der Führung. Auch die Personen, wenn es andere Personen sein sollten, die dafür sorgen, dass das alles nicht so glatt läuft, die haben ja auch ihre Aufgabe in diesem Prozess, ne? Genau. Aha. Ja, hier geht es darum, wirklich mutig zu sein und seinen Träumen, seinen Wünschen hinterherzugehen. Ja. Aber mit dem Fuchs, ich glaube, es war ja auch auf den Fuchs gemeint, ne? Aber es ist das Gleiche. Also es geht darum, sich hier nicht irgendwie von anderen, es kann sein, dass man sich hier stark beeinflussen lässt von anderen Personen, ja, die nicht wollen, dass man selbst in sein Licht quasi geht. Ja, also da ein bisschen aufpassen, dafür sich selbst immer vorangehen. Auf die Blockade habe ich hier eine Kontaktblockade. Das heißt, es kann sein, dass das Thema Kommunikation momentan ein bisschen schwierig ist. Dann habe ich hier mit bei den Zweifeln den häuslichen Bereich drin zu liegen. Vielleicht ist es auch ein Prozess bei den einen oder anderen, wo ich das vielleicht zusammenziehen, die andere Person nicht, ja. Oder nach einer neuen Wohnung schauen oder vielleicht geht es auch darum, Haus zu bauen, zu kaufen, ja. Das kann auch so dieser häusliche Bereich sein, ja. Aber es spiegelt auch die innere Stabilität und das innere Umfeld passend auch zu den Kindern. Da können natürlich auch immer wieder Herausforderungen sein mit den Kindern, ja. Bei den Gedanken machen geht es darum, dass du hier Entscheidungen treffen darfst, ja. Also da geht es um Entscheidungen. Ich habe das Gefühl, du machst ja auch schon Gedanken über Entscheidungen. Du weißt ganz genau, wovon ich hier rede quasi. Ja? Das weißt du schon, weil du hast hier nämlich Angst, wenn du Entscheidungen triffst, dass dann das Glück eben verloren geht, ne? Ja. Und die Partnerschaft, wie gesagt, ist hier dieser Rückzug dient hier der Transformation für euch beide, ja. Ein bisschen klar werden, was möchte ich diese Bedürfnisse auch zu äußern, ne? Weil eine Partnerschaft sind immer zwei Leute, die wie ein Team quasi zusammenarbeiten und wenn einer nicht mitmacht, dann funktioniert es halt nicht, ne? So ist das halt. Genau. Okay, dann machen wir weiter mit den Tarotkarten. So, ich möchte einmal wissen, wie die aktuelle Energie ist. Königin der Stäbe, also das sagt, die Energie ist so, dass ihr beide jeweils für euch selbst ins Feuer, in euer eigenes Feuer gehen darf, in eure eigene. Also bei euch beiden geht es im Endeffekt darum, dass jeder in seinem kompletten Selbstwert und sehr bei sich ist. Es kann sein, dass du zu sehr orientiert warst auf diese andere Person und dich so ein bisschen runtergeschraubt hast, ne? Und es geht darum, dass da ein Gleichgewicht reinkommt. Was liegt denn hier in der Herausforderung? Da haben wir den Mond drin zu liegen. Also es geht hier um tiefe Themen. Der Mond ist nicht unbedingt eine leichte Karte. Da geht es immer um viele tiefe Seelenthemen, die da momentan in Herausforderungen sind, die hochkommen. Ja, aber das ist wichtig, damit ihr eben transformieren könnt. Ja. Dann, was ist in der Stärkung? Was ist da? Auf was kannst du dich verlassen hier für die Steinböcke? Ja, wir haben hier die Führung, ne, wirklich hier zu vertrauen. Rat des Schicksals, der Führung zu vertrauen. So. Und dann hier auch nochmal die 7 der Stäbe bei sich zu bleiben. Auch nochmal passend zu den Fuchs, ja, sich hier nicht provozieren zu lassen. Ich habe das Gefühl, da gibt es immer wieder andere Menschen, die dich so ein bisschen provozieren möchten. Oder die versuchen dich, ob es jetzt ist arbeitlich, ob das sind die Kinder, ja. Für andere Personen, die dich so ein bisschen rauslocken. Und das ist auch der Test im März, dass du bei dir bleibst und nicht ausflippst, ruhig bleibst, sachlich bleibst, ne? Genau. Was ist denn der Tipp oder Ratschlag, wie du am besten mit dieser Situation umgehen kannst, hier als Steinbock? Ja, mit dem König der Stäbe geht es darum, auch hier wieder eine sehr starke Königsenergie, König-Königin-Energie, ne? Führung zu ergreifen. Also ich habe das Gefühl, es geht darum, dass du definitiv Führung ergreifst, weil gerade du als Steinbock bist auch nicht unbedingt die Person, die gerne, sag ich mal, Anweisungen annimmt. Ja, das ist nicht so unbedingt Steinbock-typisch, ja. Und es geht einfach darum, dass du da so Führung für dich ergreifst, für dich einstehst und genau, einfach auch wirklich deine Grenzen setzt, deine Bedürfnisse äußerst und darauf zu vertrauen, wenn etwas wegfällt, dass es auch seinen Grund hat, ja, dass etwas wegfällt. Alles geschieht aus einem Grund. Genau. Okay, dann machen wir jetzt noch einen Zusatz. So. Ist jetzt alles ein bisschen schräg, aber wir sind ja eh gleich fertig. So. Dann machen wir hier noch eine Zusatzkarte. Das ist schräg. Das ist im Feuer gestanden. So? Naja.
möchte hier noch gerne wissen, was darf ich hier noch den Steinböcken mitgeben? Weigerung, dem Ruf zu folgen. Ja, also genauso wie wir schon hatten bei deinem Gegenüber, da wird von oben rauf gedrückt, aber genauso wie bei dir. Ja, also wir sind jetzt im Jahr 2024, im Achterjahr. Jeder darf hier seinen Seelenweg gehen. Ja, und oft ist aber so, dass wir uns selbst es nicht erlauben, weil es für uns, weil wir in unserem Umfeld niemand haben, der diese Version lebt oder bei denen es funktioniert, diese Version zu leben. Ja, das sagt aber nicht aus, dass es nicht geht. Ja, das hat auch mal damit zu tun, wenn etwas nicht funktioniert, dass die Menschen bei sich gucken müssen, warum funktioniert es nicht? Warum glaube ich daran nicht? Warum habe ich da Zweifel? Ja. Und das ist eben, sagt diese Karte aus, ja, also hör auf, dich zu weigern, auch, also nicht nur bei dir, sondern auch bei deinem Gegenüber oder bei sonst wen, alle, die sich irgendwie noch weigern und versuchen, an irgendwas Alten festzuhalten, was einfach nicht mehr dienlich ist, was nicht mehr passt, wo man sich unwohl fühlt, wo die Energie einfach nicht mehr stimmt, wo der Vibe nicht stimmt, diese Zeiten sind vorbei, okay, es ist vorbei, es wird nicht mehr funktionieren und es wird nur noch ungemütlicher, ja, genau. Gut, das war dann deine Legung, lieber Steinbock. Wenn du möchtest, kannst du gerne meinen Kanal abonnieren oder auch folgen, gerne auch einen Daumen nach oben oder ein Herz da lassen, gerne auch in die Kommentare ein Emoji oder Kommentar hinterlassen. Ich lese mir alles durch, ich reagiere auch auf alles. Ist einfach eine schöne Wertschätzung für mich, weil ich ja immer hier mit mir selbst rede. Genau. Deswegen, da freue ich mich auf jeden Fall drüber, bin ich sehr dankbar für. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und Abend und dann bis zum nächsten Mal.